Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ihr wolltet unbedingt mal wieder was mit Markern haben und das habe ich auch für heute geplant, allerdings mit einem kleinen Kniff. Ich werde dazu meine Ohuhu-Marker benutzen. Und zwar dieses fette Teil hier. Und aus diesem Fett werde ich tatsächlich nur 3 Marker benutzen. Ich werde sie blind wählen und daraus dann irgendetwas gestalten. Ich hoffe natürlich, dass ich Farben erwische, die sich gut miteinander kombinieren lassen. Ich bin echt gespannt. Ich habe das schon mal gemacht in einem alten Skizzenbuch von mir. Ich habe damals ein bisschen gescheatet und zwar habe ich die Hautfarbe trotzdem gewählt. Also ich habe trotzdem eine Hautfarbe gewählt, weil ich unbedingt einen Menschen malen wollte und habe dann nur das Outfit mit diesen 3 Markern gestaltet. Ich denke, dass ich das heute nicht machen werde. Ich denke, ich werde heute wirklich dann nur diese 3 Marker benutzen, auch wenn ich weiß, dass das mega schwer ist, weil kriege ich eine Farbe, die ich nicht so gut als Hautfarbe verwenden kann, ist es natürlich schwieriger und vor allen Dingen habe ich dann nur noch 2 Farben für das Outfit. Lange Rede, kurzer Sinn, ich wähle jetzt einfach mal meine Marker aus. Ich habe die ja mal sortiert und ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, in welcher Reihenfolge, deswegen werde ich es jetzt einfach so aufmachen und direkt mir 3 Marker raussuchen. Okay, ich habe die Farben Fruit Pink, Indian Blue und Pond Green. Oh Gott. Also ich glaube tatsächlich, dass Fruit Pink, dass ich das eigentlich ganz gut verwenden kann für Hautfarbe. Ich werde die jetzt einmal swatchen in meinem Skizzenbuch und dann schauen wir mal, wie die aussehen. So, wir haben Fruit Pink. Das ist eigentlich eine ganz schöne Farbe. Dann haben wir das Indian Blue. Die Farben sind schon ganz schön zusammen. Und dann haben wir noch das Pond Green. Was halt doof ist, ist, dass ich keinen Schatten machen kann. Also jetzt für die Hautfarbe. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Gesicht habe in der Farbe, könnte ich jetzt nicht mit dem Blau einen Schatten machen, glaube ich. Weil das einfach zu stark wäre. Also da muss ich mir jetzt erstmal was überlegen, was ich denn daraus machen kann. Eigentlich gefallen mir die Farben zusammen. Ich finde, die sehen zusammen ganz schön aus. Da das hier so ein bisschen so Wasser und Pflanzenwelt darstellen könnte, habe ich mal wieder an eine Waldfee gedacht. Oder eine Waldkönigin oder so. Vielleicht könnte man auch mal einen Mann malen. Könnte man, aber ob ich das kann, ist halt die Frage. Ich fange jetzt einfach mal an, das zu skizzieren. Ich weiß gar nicht, warum ich im Moment so viele Feen male, aber irgendwie gefällt mir dieses Motiv im Moment total. Ist auch nicht. Ich brauche eine Pose. Ich suche jetzt nach Reference-Fotos. Ich glaube, die finde ich ganz cool, die versuche ich mal. Die steht so ein bisschen wie so ein Superheld. Da ist der Kopf. Die Schultern sind ungefähr gerade. Der Körper geht so. Und dann gehen die Beine aber so auseinander. Weil sie halt so stark dasteht, sag ich mal. So, dann hat sie den einen Arm so ein bisschen leicht nach hinten. Und den anderen Arm hat sie quasi so nach oben. Und hat dann da so einen Stab in der Hand. Und jetzt könnte ich da, auf dieser Pose könnte ich jetzt quasi das Outfit designen. Also ich habe ja gesagt, ich möchte, dass sie so ein bisschen wie eine Elfe oder eine Fee aussieht. Deswegen würde ich ihr schon mal irgendwie einen Rock geben und so Beinstulpen. Oder eher so Schoner, dann sieht sie aus wie so eine Kriegerin. Finde ich auch richtig cool. So Schienbeinschutz. So in der Richtung und dann auch an den Armen und dann hat sie so Armbänder, also so Körperschmuck, finde ich immer ganz cool. Und wie soll das Oberteil aussehen? Es muss irgendwas Leichtes sein, irgendwas, was so fliegen kann. Also wenn sie fliegt, dass das so ein bisschen flattert, dass das nicht zu sehr stört. Also ich würde jetzt sagen, hinten hätte sie so wie so ein Schweif, der so, also dass der Rock quasi da so ein bisschen länger ist. Und vorne ein bisschen kürzer, sodass sie halt trotzdem diese Bewegungsfreiheit hat. Und der könnte ja in mehreren Schichten sein. Und dann wirft er so Falten, weil der halt so schön leicht ist. Und hier unten der natürlich auch. Vielleicht so ein Gürtel mit so einer Tasche. Und das Oberteil ist eigentlich nur über der Brust.
heißt, sie hat eigentlich einen freien, komplett freien Bauch. Und das wirft so Falten auf. Ist wie so ein gewickeltes Tuch. Und dann die Haare. Die Haare möchte ich, finde ich bei so Feen und so immer schön, wenn die so zurückgebunden, quasi so wie ich das heute habe, so zurückgebunden, aber wenn das so geflochten ist, finde ich noch cooler. Und dann hinten aber die Haare offen. Das finde ich eigentlich immer richtig schön. Das heißt, hier sind dann ungefähr die Ohren. Und vielleicht können wir es so machen, als würde sie so von unten nach oben gucken, so ein bisschen. So, und dann die Haare so hoch. Jetzt gerade sieht sie ein bisschen gruselig aus, ehrlich gesagt. Und dann können ja die Haare so ein bisschen im Wind wehen. Ne, das Gesicht gefällt mir gar nicht, das mache ich nochmal. Diese ganze Vorskizze muss natürlich dann hinterher weg, damit man nicht ihre Beine dadurch sieht. Oh ja, so ein Körperschmuck ist auch, also hier so ein Bauchkettchen oder so finde ich auch ganz schön. Wenn die sowas hat. Ich zeichne heute übrigens wieder mit dem Pilot Eno Pencil. Den habe ich euch letztes Mal schon vorgestellt. Ich verlinke euch aber wieder alles, was ich benutze, unten in der Videobeschreibung. Ich glaube, das ist schon eine coole Zeichnung, oder? Das kann man ja auch so machen, als würde sie so, als wären das so gebundene Schuhe. Also das, als wenn sie nicht wirklich Schuhe anhat, sondern als wäre das so ein bisschen ja, aus so Stoffen oder so am Fuß festgebunden. Wie würde ich jetzt die Farben einsetzen? Darum geht es ja eigentlich in diesem Video. Ich mache mir wieder eine kleine Mini-Zeichnung hier hin und überlege mir dann mal, wie ich die Farben einsetzen würde. Und wenn ich jetzt die Hautfarbe so mache, das Oberteil habe ich gerade gedacht, vielleicht blau. Vielleicht den Rock auch. Und dann könnte ich vielleicht den Schmuck so ein bisschen grün machen. Und wenn die Haare einfach weiß bleiben. Oder die mache ich schwarz, weil ich benutze eh einen Fineliner. Dann könnte ich die mit dem Fineliner schwarz malen. Boah, ich glaube, das ist cool. Tasche könnte ich vielleicht auch nochmal grün machen. Ich probiere mal noch eine andere Version. Indem ich die Haare zum Beispiel einfach mal blau mache. Den Gürtel blau. Die Schoner. Der Rock wird grün. Und das Oberteil und der Schmuck auch. Ist auch nicht schlecht. Ich glaube aber, das Blaue gefällt mir besser. Jetzt würde ich nochmal eine Version machen, wo in der die Hautfarbe nicht das Pink ist. Der Gürtel. Ne, das gefällt mir gar nicht. Also da gefällt mir, glaube ich, das mit dem Blauen am besten. Ich werde jetzt diese Skizze auf diese Seite übertragen. Und das dann mal mit diesen Farben, die ich hier ausprobiert habe, mit dieser Version, einmal ausprobieren. Mal sehen, was dabei rauskommt.
Das Bild ist fertig und ich hätte ehrlich gesagt gar nicht mit so einem guten Ergebnis gerechnet. Also ich bin jetzt am Ende richtig zufrieden. Ich finde, sie sieht richtig cool aus. Ich finde, ich habe die Farben ganz gut eingesetzt. Klar, man kann jetzt halt schwer so Schatten und so machen. Deswegen habe ich versucht, das ein bisschen mit Fineliner zu machen, indem ich Schraffuren eingesetzt habe. Und ich glaube, es funktioniert auch ganz gut. Also ich finde das Endergebnis richtig cool. Sie sieht total stark aus. Sie sieht einfach... Es gefällt mir einfach total gut. Ich finde, ich habe Glück gehabt. Ich habe richtig gute Farben gezogen. Ich hätte ja jetzt auch so ein richtiges, knalliges Pink ziehen können oder so. Oder, keine Ahnung, drei fast gleichen Farben. Also, ich hatte sehr viel Glück, dass ich auch eine Farbe getroffen habe, die ich als Hautfarbe verwenden konnte. Ich finde auch die Pose total cool. Ich bin ja ziemlich schnell auf die richtige Pose gekommen. Ich habe ja nur einen Versuch eigentlich jetzt gehabt. Das Porträt ganz am Anfang, das denken wir uns jetzt einfach mal weg, weil das war wirklich echt nicht schön. Aber jetzt mit der richtigen Referenz hat es ja richtig gut geklappt. Und ich finde das auch wichtig. Also, woher soll man denn bitte die Erfahrung holen, so eine Pose einfach aus dem Kopf zu malen? Also, ich meine, steht ja nicht alle Tage eine Frau so vor einem. Hoffe ich jedenfalls. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja auch mal so eine Challenge machen. Also drei Farben blind ziehen und daraus dann ein Bild kreieren. Das hat jetzt richtig Spaß gemacht. Ich bin richtig im Flow gewesen und bin total zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis genauso gut wie mir. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, schreibt was in die Kommentare, wenn ihr mögt. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke. Oh, so viele Dinge. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Tschüss.